Hallo und herzlich willkommen zurück hier, Empyrean mit Abonacho und dem kleinen Omi hier. Grüßt euch. Moin. Hi. Na, mein Lieber? Ich habe ja schon mal so ein paar Sachen jetzt mit rausgenommen. Ach, da habe ich die Treppen. Ich habe noch ein paar Treppen hergestellt und den Wasserbehälter und den Stromgenerator, also den H202, den stelle ich jetzt oben mit ins Wasser, dass wir dort auch dann genug Zeugs machen können. Das sollte ja dann so langsam gehen, weil ist natürlich einfacher, wenn wir hier den Strom herstellen, den wir für die Basis brauchen. Dann haben wir automatisch gleich Sauerstoff mit hergestellt, weil hier für die Dinger müssen wir dann Promethium besorgen. Die können wir nur mit den Standarddingern füllen. Okay. So, und das müssten wir auch bald, wie ich gerade, haben wir noch irgendwo eine Promethiumquelle schon mal gefunden? Wir haben noch keine Promethiumquelle gefunden. Okay, dann muss ich jetzt erstmal. Die müssten wir dann bald mal suchen. Das heißt, wir bräuchten tatsächlich einen Hover. Ja. Den sollten wir uns mal bauen. Den müssen wir mal ansetzen, so langsam. Ja. Ich gehe mal aus meinem Constructor, aus meinem kaputten Constructor, noch ein bisschen Zeug holen und dann setze ich mich mal. Also an meinen kleinen Mini-Mini. Und dann setze ich mich mal unten hin und bastel mal ein paar Sachen noch zusammen. Dann stelle ich da unten aber erstmal noch einen zweiten Konstruktor hin. Ja. Ich glaube, das ist dann ganz gut so. Was? Der sagt mir hier, der ist aus, weil er keinen Kraftstoff hat. Ich hole dir die ganze Zeit. Okay, das ist noch ein bisschen verpackt, würde ich meinen. Ja. Ich glaube, ich habe alles raus. Mein Inventar ist voll. Aber der erzählt dir trotzdem, das nächste Erzeugnis ist fertig, dann auch dann. Der ist ja lustig. Ich denke immer, der stackt sich darüber, das geht ja gar nicht. So. So, dann komme ich nochmal rüber. Ich fürchte, wir haben ein Problem. Sag. Warum habe ich das Wasserding jetzt in der Hand? No? Was ist los? Was ist jetzt schon wieder? Also, der macht wohl, aber der sagt hier die ganze Zeit aus. Kein Kraftstoff. Okay, solange er arbeitet, soll man das auch hier sagen. Der andere ist an und der läuft auch gut. Ich sehe ja gerade Status aus, ja. Aber er läuft. Er läuft, obwohl er aus ist, das ist auch gut. Jo. So was mag ich leiden. Oh, das ist aber. Oh. Das ist ja für so manch einen Arbeiter hier. Ja. Wie so ein Arbeiter in der Firma, ne? Er tut so, als schafft er was, ist aber aus, ne? Ja. So oh, ist das. Irgendwas habe ich gerade gedroppt. Nee, das geht ja nicht. Ich habe die Drop-Taste gefunden. Wahnsinn. Ja, okay, den muss ich wieder abbauen. Den habe ich nicht tief genug gesetzt. Das ein ist, Jammer. Nicht schön. Weil die Heilpflanzen hier sind ja auch irgendwie doof. Das Erz lege ich auch in den Constructor, ne? Kobalterz habe ich. Promethium habe ich noch 10 Stück, sehe ich gerade. Ja, das ist ja auch schön. Prometheus-Erz, meine ich. Und Pellets habe ich auch noch, ohne Ende. Aha. Das ist ja. Ich war hier. So, was habe ich gesagt? Achso, der hier muss wieder weg. Und der hier muss weg. So, Kühlschrank war ja leider Gottes schon wieder voll mit Wascht. Das ist voll doof. Das ist doch gut, wenn er voll ist. Weil ich habe ja noch die ganzen Keimlinge und Setzlinge und so ein Kram und sogar Kaffeebohnen. Wohin damit? Kaffee erstmal da rein. Die Setzlinge, die werden nicht schlecht. Also, das ist nicht das Problem. Das ist die Frage, wo ich sie hersetze. Ja, das machen wir gleich, was heißt gleich, das machen wir später, wenn wir unseren Kram hier so weit fertig haben, dass wir so ein kleines Gebäude für Dingens machen. Ich setze das erstmal in den Nahrungsmittel. Chefkoch. Ja. Erstmal. Ja. Das ist ganz schön kompliziert, wenn man so Düsselkram macht, wie ich hier gerade. Deswegen sage ich immer, erst denken. Da bist du nicht alleine, mein Freund. Bin ich nicht. Nee. Das ist gut zu wissen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Das sind Pistolen.
Minigun. Jetzt gucke ich gerade mal nach diesem, nach dem Hoverkram. Mhm. Rumpfblock-Ecke. Das. Nee, das brauche ich nicht, oder? Was ist denn der Kram für den Hover? Das ist doch das hier. Devices? Nein. Dekoration, Komponenten. Wo stelle ich den Hoverkram eigentlich her? Du hast doch da die Sachen drinnen stehen. Du brauchst dich ja nur an den Farben zu orientieren. Cockpit, ah. An den Farben? An den Farben. Ah, diese kleinen Punkte waren das, genau. Jetzt weiß ich es. Aber warte mal. Nicht an den. Da stelle ich dann so die anderen Sachen her. Dass wir da gar nicht erst anfangen, durcheinander zu kommen. Durcheinander. Ja. Die blauen Dinger, den Hoverfessel, Sessel. Die blauen, okay, die blauen. Constructor. Weißt du was? Ja. Mach doch mal an den. Wieso? Weil das jetzt Blödsinn ist, wenn wir die ganzen Sachen aufteilen. Allerdings, ups, ich wollte was rausklauen, nämlich ein paar Stahlplatten, damit ich da oben weitere Blöcke dann schon mal herstellen kann. Brauchst du dafür einen Treibstofftank? Ja, aber du brauchst diesen schmalen. Den ganz dünnen, musst du dann nach Farbe gucken, ne? Der HV, also Hover. Den Hover-Wessel, das ist blau, aber da ist, das wäre der große Treibstofftank dann, mehr oder weniger. Nein. Warum? Ja, weil der angezeigt wird mit einem blauen Punkt. Darf ich mal? Mit einem blauen Punkt. Ich kenne nur grüne Punkte. Oh, ich schmeiß da noch andere Sachen rein. Ja. Hast du dieses Doppelgeknalle? Nee, ne? Nee. So, jetzt glaube ich mir mal richtig viele Stahlplatten, davon brauchst du eh nicht so viele. Ich hole nochmal aus meinem Constructor noch zwei, drei Sachen. Mhm. Oh, Rock. Ah, die Lämpchen sind auch fertig. Das ist doch schön. Da hast du dann oben ein paar Lämpchen. Kannst du dir rausnehmen. Okay. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Eisen mit nach oben. So. So, wie kommst du denn jetzt auf? Ach, insofern meinst du groß. Ja, der sieht nur groß aus. Jetzt weiß ich, was du mit groß meinst. Ja, genau das. So, jetzt kannst du da auf jeden Fall dran arbeiten. Verdammt. Ich habe ein bisschen Räusperhust. Oh, jetzt kommt Balu wieder. Kätzchen. Hallo. Balu kommt? Oh, Entschuldigung. Das war ich nicht, das war Balu. Ach, dein Balu. Mein Balu, der Kade. So, ab, husch. Nett auf die Tastatur. Du gehst da hier schön in das Billigregal. Ja, das ist Moment. So einen kleinen Platz. einen kleinen Platz am Billigregal hat der Balu. Da darf er gerne Haia machen. So, jetzt schlaf. Brav. Momentan alles nicht ganz so einfach, würde ich meinen. Aber ich wollte noch holen können. Das passt schon, das kriegen wir hin. Ja. So. Kunststoffe, Alien-Teile und so ein Kram. Krempel, gut. Also. Dann machen wir mal einmal Kraftstofftank. Wo ist denn der Unterschied zwischen den drei Cockpits? Die sehen halt unterschiedlich aus und wenn du mal du kriegst ja, wenn du mit der Maus rüberfährst, eine Anzeige und da steht auch drin, wie lang und breit und hoch der ist. Hm. Spielt es eigentlich in der Funktion irgendwas? Nee, gell? Nö, in der Funktion gibt es da keinen Unterschied. So, jetzt muss ich allerdings hier erstmal. Ja, für, das. Für eine Notdrehung brauchen wir doch so ein Ding nicht, oder? Ja, was? Dieses RCS. Richtung Schubdüsen. Ja, natürlich. Braucht man auch alles? Ja. Du brauchst ja links eine, rechts eine. Und dann brauchst du vorne eine Bremsdüse und du brauchst hinten eine Schubdüse. Also du brauchst drei Richtungsdüsen auf jeden Fall. Und eine Schubdüse auf jeden Fall. Das habe ich ja. Und Schwebedüse habe ich auch. Schwebesystem. Ja, dann das hast du ja automatisch dann. Also müssen wir dann ein bisschen verfeinern. Ein Generator brauchst du auch, ne? So. Ein Generator brauchst du auch, ja. Ah, ja, ja. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier alle richtig. Ich weiß das gerade noch nicht. Und ein Passagiersitz auch noch. Die sehen voll hässlich aus.
Ja, den brauchen wir aber jetzt auch nicht. Ach so. Ja, du kommst hier nicht rein. Sauerstoff brauche ich doch für den Hoover hier jetzt nicht, ne? Und einen Kühlschrank wollten wir noch machen dafür. Nee, das machen wir später bei dem zweiten großen Hover. Jetzt brauchen wir erstmal noch einen kleinen, da kommt dann Geschütz drauf. Dann einer geht dann und fährt den Hover und der andere geht ans Geschütz. Und dann kommen wir erstmal miteinander klar. Weißt du? Ich sag mal ja. Gut. So, jetzt brauchen wir Materialien erstmal wieder. Mhm. Metallkomponenten. Die hatten wir doch auch da irgendwo. Wenn ich mich nicht irre. Ein weiter. Genau. So, das Metallkomponentenzeug läuft. Mhm. Und meine Wurst ist vergammelt, glaube ich. Aber nicht im Kühlschrank. Nee, in der Hand. Das kann durchaus passieren, ja. Das deckt sich, ja. Genau. Die Heilpflanzen verderben aber nicht, oder? Doch, ich glaube schon. Oh. Ich habe das gerade nicht im Kopf. Doch, ich sehe es gerade. Ja, Verfallszeit. Mhm. Gut, dass ich es weiß. Brauchst du eine Heilpflanze? Nee, ist aktuell nicht. Okay. Aber auch die brauchen wir nicht mehr so wirklich lang. Jetzt habe ich Mist gebaut, oder? Okay, so. Nee, ich nicht. Auch so oft, ja. Okay. Dann packe ich das mal da rein. Ist ja eigentlich wurscht. Genau. Genau, direkt neben dran. So, dann machen wir hier weiter. Dann gucke ich mal, was wir noch brauchen. Mhm. Das ist auch alles. Also so Rumpfblöcke brauche ich dann auch für das Raumschiff? Ja. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ich habe dir doch gesagt, du wirst nicht glauben, wie viel du brauchst. Ich habe noch nie ein Raumschiff halt zusammengebaut. Ein Wohnzimmer gibt es auch. So. Wohnblock Wohnzimmer, das ist auch blau markiert für das Raumschiff-Ding da, für das Hoover. Mhm. Ja, ich wusste doch, dass jetzt der Blödsinn läuft. Ach, sogar doof. Oh, jetzt schon wieder dunkel. Oh. Du hast Licht ausgemacht. Nee. Kein bisschen. Nicht, nein. Sollen wir uns Licht ans Moped machen? Ja, gell? Ja. Mal. Zwei Lampen. Eine vorne, eine hinten. Oh Gott, da will mich doch jetzt hier echt veräppeln. Eins, zwei, geht doch. Und brauchst du für den Hover auch einen Kern? Ja, einen Hover. Kern. Ja, da steht also nur Kern, du musst ne? Du musst einen Hover-Starter bauen, dafür brauchst du einen Kern. Du hast doch nur einen, oder nicht? Oder hast du, ach nee, du hast ja schon Weltstarter gemacht, ne? Ein Kern liegt hier im Dings drin, im Constructor. Ja, den kannst du gerne dafür nutzen. Ich muss mal gucken, was man alles braucht. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie man ein Raumschiff zusammensetzt. Oh, da brauchst du eine Menge. Ja? Mhm. Und ich fange mit dem Kern immer an, oder was? Du fängst immer mit dem Kern an, ja. Okay, wo kann ich denn mal hier anfangen? Hier draußen irgendwo, ne? Warte mal. Ja, such dir hier eine gerade Ecke am besten hier oben. Eine gerade Ecke, genau. So, warte mal. Ja, dass du so. Ach, ich muss erstmal die Klamotten mitnehmen, ich Depp. So, jetzt muss ich gucken. Kriegen wir noch hin. Jetzt vergesse ich die Sachen mitzunehmen. Das geht mir auch öfter so. So. So, jetzt kommen wir doch hier langsam ein klein wenig klarer, würde ich meinen. Ich guck mal, was ich schon mal alles hab. Achso, da waren einige nicht zu machen, das war's ja auch. Also ich hab ein Cockpit. Ja? Und ich hab Richtungsdüsen und so ein RSC und eine Frachtbox. Nee, Frachtbox wollte ich doch gar nicht, oder? Oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ja? Aha. Ja, mach das, Dass ich den Konstruktor nicht versehentlich zerstöre. Das wäre schlecht. Das wäre sogar ganz schlecht. Wo sind denn diese Schubdüsen hin? Die hat ich doch eigentlich auch gemacht.
Die sind ja gar nicht da. Wahrscheinlich haben die Komponenten gefehlt, ne? Ja, das ist gut möglich. Ein Passagiersitz brauchen wir nicht, ne? Weil jeder so ein Ding hat und fertig. Und ja. Ellie müssen wir nicht einladen dafür. Nein. So. Oh, ich bin durch. Wie schön. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen in hübsch. Oh, das passt aber so gerade eben. Und steht quasi direkt. Was mache ich denn jetzt schon, ja? Blödsinn. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Entschuldige bitte. Aber Scheinwerfer gibt es auch. Ich habe normales Licht nur. Es gibt hier sogar einen Scheinwerfer. Strong Light. Ja, machen. Komm. Das kostet schon. Automatiktür brauche ich jetzt nicht unbedingt. Na? Ein Radar? Braucht man ein Radar? Nee, oder? Ja? Nein. Nein, das ist auch eine Deko. Was willst du mit der Deko? So. Na guck. Und die Building Blocks und mit den Building Blocks baue ich sozusagen das Ding. Building Blocks? Ja, bei den Vorlagen im Constructor. Ich muss mal so doof fragen, weil, wie gesagt, das wird mein erstes Schiff wahrscheinlich. Die werden sich alle gerade einen Kopf schütteln. Naja, die schon kennen, vielleicht, die anderen bestimmt nicht. Rumpfblock gerundete Ecke. Na, das sieht doch gut aus. Kann man doch mal machen, oder? Mhm. So, ich habe uns einen schönen Eingang gemacht, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, bestimmt. Ich tüftel hier noch ein bisschen was aus. Mhm. Hat er das jetzt nicht fertig? Doch, hat er. Das heißt, ich habe ein paar Treppen zu viel. Die können wir dann später an die Seite legen. Und dann können wir anfangen, hier alles schick zu machen. Aber nicht so, wie ich das hier gerade mache. Rumpfblock und Innenblock, was ist denn das für ein Unterschied? Ganz einfach, der Innenblock, der kommt nach innen, ist aber auch deutlich teurer. Ist mehr Optik. Kostet aber ein Kabel. Okay. Und der Rumpfblock kostet nur ein bisschen Metall. Okay. Ja, schau ich mal, ob das noch was wird hier. Oh, das wird ja richtig dramatisch, der Eingang hier. Wird schön geräumig, ne? Ja. So. Also, so. Genau. Gut, ich werde jetzt mal hier ein, ich fange an mit einem Kern, ne? Mhm. Der zeigt rot an. Den kann ich also glaube, nicht setzen. Weil? Ich glaube, ich fange mal kurz mit ein bisschen Licht an. Okay, warum ist der Kern rot bei und ich kann den nicht setzen? Bist du sicher, dass du einen Hover-Kern gebaut hast? Nein, bin ich nicht. Das könnte dann eventuell das Problem sein. Gibt es einen speziellen Hoverkern? Ja, da steht der Hoverkern. Steht da dran. So, ich guck nochmal. Mhm. Das ist. Warum versuche ich jetzt eigentlich mit meinem Kopf um die Ecke zu gucken? Auf meinem Kanal gibt es kein Let's Play hierfür, sondern ein Let's Verpeilt. Okay. Wahrscheinlich, ja. So, warte mal. Wo kriege ich denn den Hoverkern? Normalerweise bei Komponenten, oder? Nee. Sondern? Nee, da wo die Kerne stehen, aber den musst du auch gelernt haben, natürlich. Ich habe hier nur einen Construct. Ich habe nur einen Kern drin, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, ob du im Technikbaum was in der Richtung gelernt hast. Constructor klein. Nee, Kern. Kern. Treibstoff? Nee. Nein. Den Hover Starter. Den brauchst du. Musst du den lernen? Nee, den brauchst du gar nicht lernen. Das ist ja Nuller. Ach so. Da brauchst du also keinen Kern. Das heißt, doch, du brauchst einen Kern und 8 Blöcke. Also 8 von denen lege ich dir mal gerade rein. Ja, ich habe jetzt nur 6 Stück genommen. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. So, das siehst jetzt gleich die Blöcke, die da drin sind. Und dann brauchst du den Bodengleiterstarter. Den Bodengleiterstarter? So. Ja, und guck mal rein. Ich hab da 8 Hullblocks reingelegt. Die Rumpfblöcke. Die Rumpfblöcke, ne? Sind das da? Genau. Dann lege ich mal, was lege ich zurück? Ich hatte doch diesen Schimmelkern, den hatte ich zurückgelegt. Mhm. Wir sind aber schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Ja, den Bodengleiter, schön, irgendwas, ne? Wollte ich noch schnell gucken. Das finde ich irgendwie jetzt nicht hier. Fahrwerk finde ich hier. Fahrwerk. Nee, nee. Du hast doch da oben ich lasse mir das gleich mal erklären. Die ganzen Starter, genau. Die ganzen Starter da stehen. Hat Spaß gemacht mit dir heute. Ich muss mir mal ein Buch kaufen. How Build a Hoover, ne? Gell? Ja, ich zeig dir das gleich mal schnell. Vielen Dank fürs Reinschauen. Lass mir wenigstens einen Daumen da. Auch wenn ich den heute nicht verdient haben sollte. Nein, er lässt Steine auf mich regnen. Danke. Macht's gut, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.